Und damit einen wunderschönen herzlichen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Ja, es gibt ein paar Dinge zur Ankündigung, mal wieder ein kleines Infovideo. Gestern kam ja auch eins, aber das war was anderes, das war ja so der Trailer. Nochmal kurz zum Anfang. Also, was The Forest angeht, wir fangen erstmal mit The Forest an, genau, was The Forest angeht. Also, es ist ja momentan die Abstimmung, ob wir The Forest weiterspielen auf der Welt, auf der wir gerade sind, oder ob wir mit 0.15, dass der Patch jetzt nicht so sein, dass ich denke und mache, dass wir uns eine neue Welt nehmen, weil wir uns halt einige Dinge fehlen und viele Bugs auch im Spiel sind. Da bin ich noch am Überlegen, da müsst ihr auch entscheiden, da habe ich schon zwei positive Stimmen für eine neue Welt gefunden. Mal schauen, ob da was da zusammenkommt. Ich meine, wir sind 1200 Leute, da werden ja wohl ein paar Stimmen zusammenkommen. Jetzt reißt euch mal zusammen und macht ja mal ein bisschen, ja, genau. Also, ihr könnt auch hier drunter abstimmen, ob ihr das wollt, das ist auch egal. Zudem wird The Forest nur noch von Montag bis Freitag kommen. Jetzt denken sich einige, oh mein Gott, nein! Aber kein Problem, denn es wird am Wochenende ein anderes The Forest Let's Play geben, aber das ist noch geheim. Das wird ein anderes Projekt, das wird am Wochenende kommen. Und in der Woche wird dann Singleplayer kommen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Es wird bestimmt Multiplayer. Wer hätte es gedacht? Es wird aber kein normaler Multiplayer, sondern es wird ein sehr witziger Multiplayer. Den haben wir gerade aufgenommen. Naja, es war eine Katastrophe. Ja, auf jeden Fall das dazu zu Forest. Zudem haben wir noch Minecraft. Da verändert sich natürlich nichts. Minecraft Singleplayer, das bleibt. Dann haben wir momentan noch The Binding of Isaac. Bei The Binding of Isaac, ja, ich bin mir nicht sicher, wie wir das genau machen. Da werde ich, tue ich momentan viel zocken privat und werde dann natürlich die besten Läufe, die ich habe, hochladen. Gerade was Webcam angeht, muss ich mal gucken, ob ich The Binding of Isaac weiter mit Webcam spiele. Ich denke schon. Das Problem ist halt, dass momentan meine Festplatte sehr, sehr voll ist und dass ich mir erst eine neue Festplatte kaufen muss, weil die 2 Terabyte sind voll. Schade. Naja, da muss ich mal ein bisschen gucken. Jetzt ist gerade wieder mein Bildschirm schon angegangen, super. So viel dazu, The Binding of Isaac, Minecraft, The Forest, Rising World. Rising World habe ich mir jetzt überlegt, wie wir das machen, weil, ihr habt ja gemerkt, Rising World hat momentan immer noch kein Update rausgehauen. Ich werde es erstmal so lange spielen, bis ich eine Hütte habe, eine schöne Hütte, die mir gefällt. Und dann schauen wir, ob ein Update rausgekommen ist. Sollte bis dahin immer noch kein Update rausgekommen sein, das wären ja bestimmt mindestens 30 Folgen oder so, dann überlege ich mir, ob ich das Spiel weiterspiele oder ob ich das mal zurücklege und vielleicht in einem späteren Zustand weiterspiele, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn wir da 100 Folgen spielen und ja, kommt kein Update mehr raus, weil die Entwickler sich nicht drum kümmern. Das wäre schon ein bisschen doof. Also gerade Monster möchte ich dann schon irgendwann haben oder auch mal ein bisschen Eisen finden und nicht alles selber zusammenschustern. Das wäre schon schön. Da müssen wir schauen. Auch da bitte eure Comments. Gerade bei Rising World haben wir ja viele, viele Kommentare. Danke nochmal an alle, die mir da unter die Arme greifen. Unter die Arme greifen. Oh mein Gott, Alter, was ist heute los? Ja, so viel dazu. Torchlight, auch keine Frage, geht natürlich weiter wie geplant, bis es vorbei ist. Wenn Torchlight vorbei ist, bin ich mir nicht sicher, ob Torchlight danach abgesetzt. Nee. Ich weiß nicht, ob ich die 5 Let's Plays halten kann. Da müssen wir so. Das ist ja sowieso momentan die Frage, ob ich das schaffe, aber ich denke schon. Ja, ich denke, das wird funktionieren, denke ich mir schon. Ja, so viel dazu. Und dann noch als kleines Bonusinhalt hier. Einige haben vielleicht die Webcam-Aufnahmen von mir gesehen momentan. Und ihr wisst ja, ich habe da so momentan recht langes Haar, ein recht langes Haupt. Wer da eventuell Lust hat, an einer kleinen Challenge mitzumachen, sage ich mal, sollte mal auf Flockdog vorbeischauen. Verlinkt oben in meinem Titelbild. Da habe ich eine lustige Challenge gemacht, wo es darum geht, Haare mit einem Rasierapparat zu kombinieren unter bestimmten Voraussetzungen. Da solltet ihr vielleicht mal vorbeischauen. So ein bisschen so vielleicht. Ja, auf jeden Fall bis dahin und ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag. Ich will das Video nicht so lange halten. Tschüss!